War zwischendrin richtig aggro. Jetzt geht's wieder. Aber nur weil Kamera läuft. Servus, grüßt euch. Schaut euch um. Pico verdeckt. Da ist noch das Dach dazu. Ja, jede Menge zum Tun. Aber jetzt in diesem Teil geht es ums Lackieren. Lackieren, Türe links, Seitenteil rechts. Grundiert ist schon. Ich mag es noch mal ein bisschen anschauen, jetzt ein bisschen abschleifen, ein bisschen Feinheiten raus. Ja, auspolieren. Feinheiten, ja, je nachdem, wo es halt feilt, noch mal ein bisschen drüber schleifen. Und dann geht es zum Lackieren halt. Bin gespannt. Ja, ich nehme euch einfach mit, zeige euch, wie es ausschaut bislang. Da liegt schon ein Seitenteil. Da hinten, also Seitenverdeckplane, Seitenteil grundiert rechts, die Tür links. Habe ich schon hergerichtet. Farbe, weil ich mir viel fragen, wo ich die Farbe her habe. Da kann man es lesen, gell? Da kann man es lesen. Den nehme ich her. Und der Farbton, das ist der Farbton. 0266 Kunstharz Decklack. Wenn es interessiert, von der gleichen Marken habe ich eine Verdünnung, damit man schön spritzen kann. Hier oben ist vom Verdeck von der dreigeteilten Frontscheibe. Die drei Scheiben, die sind da super gut in Schuss. Was mich stört, ist die Verbinder, die Scheibenverbinder. Die Scheibenverbinder, die sind eigentlich transparent. Habe ich direkt bei Peko Kettler habe ich nachgefragt. Gibt es nicht mehr einzeln? Gibt es nur noch in Verbindung mit allen drei Scheiben? Nach dem Preis habe ich gar nicht gefragt, das ist für mich unrentabel. Scheiben sind gut, die brauchen nur die Plastikteile und die gibt es nicht. Bei der Beibe habe ich nachgefragt, eine Leiste, das geben, 100 Euro. Mal zwei brauche ich, 200 Euro. Da bin ich jetzt ein bisschen gespalten. 200 Euro für so popelige, zwei kleine Transparenzleisten, sehe ich nicht ein. Nein, für mich. Das, so Restauration macht mir Spaß, aber das muss preislich muss das im Rahmen sein. Ich mache jetzt auch die Verdecke und das Dach mache ich selber. Ja. Man kann das wahrscheinlich auch selber kaufen oder vom Sattler machen lassen. Nein, der Kanal heißt selber gemacht und da wird selber gemacht. Abwarten, sagt es jetzt nicht gleich, wer so originalgetreu bliblablub, abwarten, vielleicht finde ich eine gute Lösung. Und wie ich immer sage, ein guter Pfusch ist noch lange keine schlechte Arbeit. Aber jetzt geht's ab zum Lackieren. Los geht's! Lackieren war ich jetzt gerade nochmal. Die Tür hat ein paar so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Der Lack hat so Haarrisse gehabt. Habe ich schon mal gehabt bei den Kotflügeln. Da war ich der Meinung, der Sprühdruck war zu hoch. Aber jetzt haben wir mit 2,3 Bar ungefähr gespritzt. Ganz sanft. Und nur an einer Stelle an der Tür hat dieser Haarrisse gehabt. Habe ich es aber rausgeschliffen und nochmal gespritzt. Wenn es morgen wieder so rauskommt, ich hoffe nicht. Wer weiß, woran kann das liegen? Das würde mich interessieren. Jetzt wäre es eine enge Geschichte. Das Video soll am Freitag online gehen. Und morgen ist schon Freitag. Und ich trinke jetzt heute Nacht und dann muss gleich, wenn dann was nicht passt.
Ja. So, egal. Egal ist nicht, aber hilft ja nichts. Weiter im Text. Schaut euch mal um, wie es ausschaut. Peko-Verdeck liegt am Boden. Aber um das Peko-Verdeck geht es jetzt nicht. Jetzt, das Video geht es um die Türen und um Seitenteil lackieren. Ich muss aber ein bisschen das am Verdeck weitermachen, weil ihr wisst, die Tür, die hängt ja links, die Aufnahme hängt ja am Peko-Verdeck. Das muss soweit fertig sein, weil da wird die Tür eingehängt. Mit dem Verdeck, da muss ich mindestens ein eigenes Video machen, wird gar nicht lange. Die Drehstabfedern ausbauen. Kriminell, die haben eine Vorspannung gehabt. Brutal. Aber alles nicht jetzt in dem Video. Wird's voll. Das machen wir jetzt schön. Das interessiert euch das? Ja, doch, das zeige ich euch. Das, schaut euch mal das an. Das machen wir schön. So, Freunde, 2 mm Blech, ich mag das da sauber zu haben. Und wenn es dann verschliffen ist, wird es sauber zu sein. Jetzt mache ich wieder Sprich und dann wird es nichts. Wegschauen. Da hat es durchbrennt. Da, das schwarze Loch. Da darf es Schweißerhandschuhe geben dafür. Die waren da hinten. Alles klar. Ja, der bleibt gar nicht lang rum. Schauen wir dann mal den Überrollbügel fertig bringen. Abbürsten, abschleifen, Roststellen weg, grundieren, lackieren. Verschweißt haben wir schon alles. Jetzt mag ich schauen, dass ich den fertig bringe. Anbau. Und dann kann ich nämlich da die Tür hinbauen. Weil die Tür möchte ich eigentlich unbedingt zeigen. Die Drahtbürsten, die ist super, aber auch sehr gefährlich. Ab und zu haut so ein Draht raus und meistens Richtung mein Gesicht. Fix. Habe mich schon was erwischt. Wie noch immer das gleiche sein kann. Sieht man was? Spüren du es? Sicherheitshinweis: Am besten so ein ganzes Visier aufsetzen. Weil nur Augenschutz, ja, da schlagt es da her. Könnte ich mich schon wieder aufregen jetzt, weil ich es gewusst habe. Oh! Naja, wie bleiben wir jetzt? Das trocknet. Dann machen wir die Richtung hier. Und dann machen wir es hier. Und die Dichtung, die schauen wir dann, ob wir es wirklich brauchen. Und wenn, dann machen wir es von hinten her. Schau es hier. Alles klar. So, machen wir die Gummi. Die Dichtgummi hier. Wie schaut es aus? Da richten wir gleich mal Nieten her. Nieten, den Gummi, dann machen wir da einen neuen, damit es mir nicht festfriert. So her. Dann schneiden wir den auf Gärung. Na. Den lassen wir stumpf anstoßen. Ich schaue mal, ob die Teile schon fertig sind. Dann können wir nämlich gleich loslegen. Ist noch ein bisschen klebrig, aber was tue ich mal raus? Bei dem fangen wir an. Die können bei 70 Grad nochmal schön trocknen. Ja, das ist fast trocken. Das ist eigentlich trocken. Das nehme ich her. Gut. Dann macht er dicht. Jetzt gehen wir da rum und dann runter. Hol ich noch aus dem Backofen. So, bauen wir es mal hier. Das schöne Stück, schaut es euch an. Da darf kein Kratzer reinkommen. Da ist es los. So, jetzt geht es ganz knapp, geht es da jetzt rein.
passt nicht schlecht. Kann besser passen, aber bin zufrieden. Okay, Seitenteil rechts. Farblich passt sehr gut. Vorne abgedichtet mit Gummi. Da hinten habe ich jetzt nichts gemacht, aber es passt so gut. Ich lasse das jetzt vorerst so. Da mag ich jetzt noch nichts mehr reinpfuschen. Das bleibt so. Frontlader-Ausklinkung. Mal schauen, ob die passt. Die muss da rein. Ja, ungefähr so. Dann läuft die da hinten sauber. Ungefähr so machen wir da fest. Mal schauen, wo ich die innen drin gern hätte. Weil da hinten. Ich glaube, ich hätte es gern weiter hinten. Rechte Seite bin ich sehr zufrieden. Links die Tür machen wir jetzt. So, der Aufpasser hat da gesehen, dass zwischen festem Element rechts und der Tür jetzt links ein Tag dazwischen ist. Jetzt ist hell. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft. Der Überrollkäfig, da habe ich noch einiges nacharbeiten müssen. Hat nicht gepasst, Farbe hat nicht trocknet. Jetzt kommt der Käfig hier und dann hängen wir die Tür ein. Warte mal schnell. Ich nehme mal den da und gib dann da. Ich hole jetzt die Tür, hänge die Tür ein. Jetzt kommt sie, die Tür. Wie schaut's aus? Frei. Was sagt's? Geht schlecht. Alles klar, wie es weitergeht mit dem Verdeck, der Frontscheibe, den Seitenteilen. Ich weiß nicht, ob ich es nächste Woche schaffe. Ich glaube nicht. Ist ein Haufen Zeug, macht viel Arbeit. Soll da kein rechter Murks werden, muss passen. Ich denke, ja. Lasst euch überraschen. Abonniert und seid live dabei, wenn es weitergeht. Bis dahin, führt euch. Der VW Amarok, das Riesenschiff, hat es gedreht und ist voll frontal gegangen. Ich habe gleich gefragt, ob er einen Bullock braucht. Wenn er jetzt ja gesagt hat, hätte ich nicht gewusst, was ich mache. Gell? Weil meine Lenkheit, ohne Allrad, ohne Verdeck und Winter, so jetzt auf der Straße. Der kann hier nicht. Jede Woche ein Video. Ja, geht auch nicht. Gell? Über 40 Stunden Vertrag in der Arbeit. Mach das nebenbei. Dann tut was Gescheites werden. So, ich schweifen. Das ist jetzt ich den richtigen Rasen. Nein, links, rechts, Schwäche. Gibt's mal. Nur den linken. Zieht beide an. Ist sicherer. Oh, hab ich den falschen. Holzbrettel mal neu. Holzbrettel.